Weiter geht's mit meinem Let's Play mit neu von Machines Wired for War. Ich nehme mal das Spiel wieder. So. Auf ADMP-9 ist ein weiterer Pult gelandet. Zusammen mit einem Kommandanten, der uns beim Bau weiterer Stützpunkte auf ADMP-9 behilflich sein wird. Übernehmen Sie das Kommando über einen Trupp, stellen Sie eine Verbindung zu diesem neuen Stützpunkt her und sorgen Sie dafür, dass eine Verteidigungsarmee zum Schutz vor einem feindlichen Angriff aufgestellt wird. Der Kommandant hat gemeldet, dass er aufgebrochen ist, um zu dem Trupp zu stoßen. Wir haben geringfügige feindliche Aktivitäten um diesen Bereich festgestellt. Ende der Nachricht. So, Video funktioniert nicht, abbrechen. Dies ist der letzte Bereich der Abbruchzone. Ach, erstmal ein Trupp. Suche nach Landeort beginnen. F. 1. Und Pfeiltasten. Gucken wir uns die Gegend doch mal an. Schon auf dem Weg. Ich gehe sofort los. Nicht so weit gehen, dann sieht man nichts mehr. Nebel des Krieges hier in anderen Spielen auch. Ich werde angegriffen. Und unseren ersten Gegner besiegt. Ganzen Grunt. Mein Bruder schweigt mich an. Aber er nickt dabei, also lebt er noch. So, weiter geht's. Immer Richtung Osten. Osten. Ja. Passiert jetzt nicht so viel. Oh mein Gott, ein Kommandant. Berühren. Dieser Kommandant wurde zu Ihrer Unterstützung abgestellt. Ah. Ja, hallo. Hä? Was hoffe ich, dass ich hier auf 2, okay. Ja! Es ist nicht notwendig, in dieser Mission Teams zu bilden. Ich mach's nur, weil ich das in späteren Missionen sonst durcheinander kriege. Und ich hab's lange nicht mehr gemacht. Huch, zu weit. Zu weit. Kann ich noch weiter rauszoomen? Nee. Kann ich ja nicht. Eigentlich sollten die wertlosen Einheiten nach vorne. Bin schon unterwegs. Oh, die ist so verdammt langsam. Ja. Mission angelaufen. Na komm. Schon auf dem Weg. Ich gehe sofort los. So, und jetzt muss man zusehen, dass man hier unten hinkommt. Schon auf dem Weg. Denn da wird man demnächst dran. Konstruieren Sie mit Hilfe des Zivilistenwerts einen Dozer Constructor. So, wir bauen mal alles, was wir haben. Hier ist die Mine. 2880 Ressourcen. Da läuft auch schon der erste Krieg. Dann läuft dem Gegner nicht entgegen. Dafür ist der Kleine hier da. Jawohl. Billigste Einheit. Ja. Sehr gut gemacht, Commander. Schieß ruhig meinen eigenen Typen ab. Ja. Ich bin stolz auf die KI. Ja. Jawohl. Und schon habe ich meinen ersten Reaper verloren. Ja. Und du darfst nicht sterben, also geh nach hinten. Konstruieren Sie mit dem Dozer ein Werk für leichte Infanterie. Dafür drücken wir C. Leichte Infanterie, Leertaste dreht und Attacke. Begebe mich zur Baustelle. Da! Locator bereit. Ja. Du willst noch ganz oben laufen. Sensoren in Betrieb.
nach da. Lokalisierungsmodus bereit. Sensoren in Betrieb. Ja, oder auch nicht. So. Haben wir das meiste auch schon geschafft. Mineralvorkommen lokalisiert. Jawoll! Transport wird durchgeführt. Ja, fast getroffen. Oh. Jawohl. Ich gehe sofort los. Baufertig. Beginnen Sie im Transporterbereich Infanterie mit der Herstellung von Reapers. Ha? Begebe mich zur der Herstellung von Reapers. Gutes Englisch ist gut. Transport wird durchgeführt. So. Währenddessen kann ich mir die Zeit nehmen, mal das sind so schöne Feature dieses Spiels zu zeigen, die in sich wirklich fackeln. Gucken, wie gut ich zielen kann. Einmal zu viel Escape gedrückt. Escape von aus der Maschine wieder raus. Was haben wir hier überhaupt? 3000 Ressourcen. Junge. Mine. Na? Da. Und das ist der 5. Also gewonnen. Wir verfügen jetzt über angemessene Schutzvorkehrungen für diesen Stützpunkt. Yay, Sieg, die Melodie ist leider auch gestorben. Das ist, wenn man alte Spiele auf Windows 10 zum Laufen bringen muss. Statistik! Boah, der Gegner hat ganze minus 178 Punkte. Donnerwetter. Der hat immer minus Punkte. Ich habe noch nie gesehen, dass der positive Punktzahl hatte. André hatte ja schon mal positive Punktzahl. In der Statistik? Nee, ne? Ich finde, mehr verliert wieder Raum für Karte. Also, ne. Jo, und das ist auch schon die erste Mission gewesen. Tü-tü.